Jo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Interpretation zur Phänomenologie des Geistes. Und diesmal möchte ich den 31. und 32. Abschnitt interpretieren. Ja, ich hatte schon ein bisschen vorgelesen und mein Hund trippelt durch die Bude. Auf jeden Fall habe ich beide Abschnitte schon zur Vorbereitung gelesen, wieder mal. Und ja, der 32. Abschnitt ist ein bisschen komplizierter und für mich schwieriger zu verstehen. Und ja, ich schätze mal, das wird wieder etwas eine längere Folge. Okay, 31. Abschnitt. Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt. Es ist die gewöhnlichste Selbsttäuschung wie Täuschung anderer, beim Erkennen etwas als bekannt vorauszusetzen und es sich ebenso gefallen zu lassen. Mit allem Hin- und Herreden kommt solches Wissen, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, nicht von der Stelle. Das Subjekt und Objekt und so folgend Gott, Natur, der Verstand, die Sinnlichkeit und so folgend werden unbesehen als bekannt und als etwas Gültiges zugrunde gelegt und machen feste Punkte sowohl des Ausgangs als der Rückkehr aus. Die Bewegung geht zwischen ihnen, die unbewegt bleiben, hin und her und somit nur auf ihrer Oberfläche vor. So besteht auch das Auffassen und Prüfen darin, zu sehen, ob jeder das von Ihnen Gesagte auch in seiner Vorstellung findet, ob es ihm so scheint und bekannt ist oder nicht. Zweiunddreißigster Abschnitt. Das Analysieren einer Vorstellung, wie es sonst getrieben worden, war schon nichts anderes als das Aufheben der Form ihres Bekanntseins. Eine Vorstellung in ihre ursprünglichen Elemente auseinanderzulegen, ist das Zurückgehen zu ihren Momenten, die wenigstens nicht die Form der vorgefundenen Vorstellung haben, sondern das unmittelbare Eigentum des Selbst ausmachen. Diese Analyse kömmt zwar nur zu Gedanken, welches selbst bekannte, feste und Ruhebestimmungen sind. Aber ein wesentliches Moment ist dies geschiedene, unwirkliche Selbst. Denn nur darum, dass das Konkrete sich scheidet und zum Unwirklichen macht, ist es das sich Bewegende. Die Tätigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit des Verstandes, der verwundersamsten und größten oder vielmehr der absoluten Macht. Absoluten Macht. Der Kreis, der in sich geschlossen ruht und als Substanz seine Momente hält, ist das unmittelbare und darum nicht verwundersame Verhältnis. Aber dass das von seinem Umfange getrennte Akzidentelle als solches, das Gebundene und nur in seinem Zusammenhange mit anderem Wirkliche ein eigenes Dasein und abgesonderte Freiheit gewinnt, ist die ungeheure Macht des Negativen. Es ist die Energie des Denkens, des reinen Ichs. Der Tod, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das Furchtbarste und das Tote festzuhalten, das, was die größte Kraft erfordert. Die kraftlose Schönheit hasst den Verstand, weil er ihr dies zumutet, was sie nicht vermag. Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern dass sich ihn ertragt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wie wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder falsch und nun, damit fertig, davon weg zu irgendetwas anderem übergehen, sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauberkraft,
die es in das Sein umkehrt. Sie ist dasselbe, was oben das Subjekt genannt worden, welches darin, dass es der Bestimmtheit in seinem Elemente-Dasein gibt, die abstrakte, das heißt nur überhaupt seiende Unmittelbarkeit aufhebt und dadurch die wahrhafte Substanz ist, das Sein oder die Unmittelbarkeit, welche nicht die Vermittlung außer ihr hat, sondern diese selbst ist. Okay, ja, der 32. Abschnitt ist ein wenig länger. Ja, wie können wir kurz beschreiben, was in diesen Abschnitten behandelt wird? Also, ja, eigentlich hier im 31. Abschnitt können wir das hier, den ersten Satz, eigentlich das Thema dieses Abschnitts beschreiben. Also das ist eigentlich wirklich, hätte es auch, also wenn es jetzt nicht erklären hätte wollen, darauf belassen können. Weil wir hatten ja in der vorigen Folge gesehen, dass Hegel sowieso schon davon ausgeht, dass der Geist eigentlich alle nötigen Erkenntnisschritte schon getan hat und dass er sozusagen ihm alle Erkenntnisschritte schon bekannt sind. Aber, und das ist jetzt eben die wichtige Lehre von Hegel, nur weil es bekannt ist, ist es nicht erkannt. Und ja, was bedeutet das? Was meint Hegel nun damit, dass wir etwas kennen, aber dass wir es trotzdem nicht erkennen? Ja, also wenn wir eben zwischen seinen anspruchsvollen Konzeptionen von Wissen ausgehen, das beinhaltet, dass wir auch alle Momente kennen, die zu unserem Wissen geführt haben, und einem Wissen, das einfach nur sozusagen etwas, sozusagen, also jetzt ist es ein bisschen blöd von der Wort, weil aber wiedererkennst, also dass ich zum Beispiel, was soll ich jetzt, also es finde ich schwer, ein Beispiel zu geben, wo das stattfindet, wo man irgendwie sagen kann, ja, okay, das ist etwas, was wir einfach schon kennen, aber das haben wir noch nicht erkannt. Und man kann natürlich eben bei diesen philosophischen Begriffen da, die auch Hegel aufzählt, anfangen, um es zu illustrieren. Also wie zum Beispiel eben Geist, da können wir sagen, ja, wir kennen doch, was der Geist ist. Und das ist doch völlig klar, oder wir wissen doch, was die Sinnlichkeit ist. Also wir wissen doch, ja, das, was ich sehe, ist halt das, was ich sehe. So in dem Sinne, dass wir das natürlich kennen, unsere Perzeption, oder wir kennen unseren Verstand, also unser denkendes Erkenntnisvermögen sozusagen. Aber wenn wir nur darauf ruhen und das nicht weiter reflektieren, was es eigentlich ist, wie wir zu dieser Vorstellung des Verstandes oder zu der Vorstellung der Sinnlichkeit gelangen, ja, dann kennen wir diese Vorstellung zwar, aber wir haben diese Vorstellung nicht erkannt. Wir können sie nur erkennen, wenn wir auch wissen, wie wir zu diesen Vorstellungen kommen. Also, es ist vielleicht auch so, dass vielleicht, wenn man Fahrrad fährt, da ist es halt auch so, inzwischen hat man es gelernt und man weiß, wie man Fahrrad fährt und es ist einem bekannt, wie man Fahrrad fährt, aber vielleicht könnte man gar nicht so sehr beschreiben, ja doch, eigentlich schon, aber ich weiß noch, als ich klein war, hatte ich halt Angst, Fahrrad zu fahren, weil ich nicht traute, dass das Fahrrad auf der Strecke blieb so gerade, also dass es irgendwie ständig umfiel. Und das war aber jetzt eigentlich ist eine ganz andere Geschichte, aber mir war im Sinn gekommen, dass ja selbst Fahrradfahren irgendwie sehr intuitiv verläuft, dass wir einfach pedalieren. Und dass dazu eigentlich auch noch andere Schritte gehören, aber das ist
glaube ich, ja, kein gutes Beispiel für die Unterscheidung zwischen bekannt und erkannt. Ja, auf jeden Fall, wenn wir, und deswegen habe ich hier diese zweite Markierung, wenn wir nur auf diesen Intuitionen ruhen bleiben und eben nicht erkennen, warum wir diese Vorstellung haben, woher wir diese haben, dann, wenn wir ja zum Beispiel diese groben Vorstellungen miteinander verbinden, dann also drücken wir damit eigentlich nichts Inhaltvolles aus. Wenn ich zum Beispiel sage, also wenn ich jetzt hier von der Liste hier so Subjekt, Objekt sage, ja, das Subjekt hat eine Perzeption und ich reflektiere aber nicht über das Wort Subjekt und das Wort Perzeption, dann halt, sage ich eigentlich was ganz Oberflächliches, was eigentlich überhaupt keinen Tiefgang hat. Wenn ich natürlich darüber reflektiere und weiß, was eigentlich der Begriff des Subjekts und der Perzeption oder die Sinnlichkeit bedeutet, dann kann ich auch verstehen, was das Bedeutsame darin liegt oder was, worin auch der Inhalt darin liegt. Okay, das wäre so viel zum 31. Abschnitt. Und ja, was können wir zum 32. Abschnitt sagen? Also da beschreibt er eigentlich den Analysierungsvorgang, also einer Tätigkeit, die ja viele Philosophen nachgehen und besonders die analytische Philosophie. Nur würde ich vielleicht die heutige analytische Philosophie eher sagen, dass es dabei um die Analyse von Begriffen oder Konzepten geht und ja, nicht so sehr von Vorstellungen, aber da bin ich ehrlich gesagt eher, oder da sympathisiere ich mit Hegel. Auf jeden Fall beschreibt Hegel in diesem Abschnitt genau das Analysieren selbst und versucht zu erklären, warum das für ihn eine ganz besondere Tätigkeit ist. Also das Analysieren selbst, wie er sagt, ist eigentlich nichts anderes als das Auseinanderlegen der verschiedenen Momente, die für die Vorstellung, die man gerade analysiert, zugrunde liegen, also die in diesem Konzept stecken. Also wenn ich zum Beispiel jetzt zum Beispiel Freiheit habe als Begriff, dann versucht eine Analyse nach Hegel herauszufinden, ja, welche Erkenntnisschritte wir getan haben, um zu diesem Freiheitsbegriff zu kommen. Und bei dieser Analysevorgang, sagt Hegel, die ist selbst nicht bewegend, sondern diese Bestimmung, die er macht, also wenn ich zum Beispiel Freiheit negativ bestimme, zum Beispiel, ja, die Freiheit, nicht eingegrenzt zu werden oder die Freiheit, nicht von jemandem gezwungen zu werden, dann finde ich bei dieser Analyse bestimmte, bestimmte Merkmale, die ich in Sätzen ausdrücke, und diese Eigenschaften, die ich dann in meiner Analyse, in meinen Überlegungen finde, das sind dann selbst ruhende Bestimmungen. Die haben eigentlich kein Leben. Das sind halt abstrakte Objekte. Also ich nehme etwas, was natürlich im Leben geschieht, wie die Freiheit. Wir erleben die Freiheit. Ich überlege darüber nach und darüber, dass ich darüber nachdenke, wird das, also was ich aus der Erfahrung genommen habe, ja, etwas Totes, was so nicht in der Realität existiert, sondern dass ich so forme, dass ich sozusagen überhaupt Herr über meine Vorstellung sein kann. Weil eigentlich ist ja jede Sache, über die wir reden, in der Welt manifestiert und auch in Bezug zu allen seinen Gegenständen, die notwendig sind, damit es überhaupt da ist, wie zum Beispiel im Baum,
ein Baum könnte nicht existieren, gäbe es keinen Lebenszyklus, also wenn es keinen Regen gäbe, wenn es kein Wasser bekäme und so weiter und so fort. Aber wir können auch über einen Baum nachdenken, ohne dass wir, wenn wir über den Baum nachdenken, über seine Wasserversorgung so nachdenken. Wir können sozusagen das einfach abstrahieren, aber insofern wir das, den Baum so abstrakt betrachten, betrachten wir ihn nicht als etwas Lebendiges, was in seiner quasi realen Umwelt eingepflanzt ist. Und ja, das gilt für jede Analyse, weil wir bei der Analyse etwas aus der unserer Lebenserfahrung herausgreifen und versuchen sozusagen es kompakt zu betrachten und diese kompakten Bestimmungen, die wir dem ein Konzept wie der Freiheit irgendwie dann zuschreiben beim Überlegen, sind ruhende und feste Bestimmungen. Das ist insofern relevant, weil natürlich man nicht das Analysieren selbst dann bei Hegel als etwas schon die Wahrheit oder dass das schon die wahre oder dass man dadurch zum Wahren gelangt, weil das Analysieren selbst eigentlich ja ein toter Vorgang ist sozusagen, kann es ja nicht zum Wissen führen, weil das Wissen ist ja was Lebendiges, was in der Interaktion durch andere ja eigentlich zu sich kommt. Also man kommt nur zur Wahrheit, wenn, ja, wenn man überlegt, also wenn man nicht stehen bleibt, sondern sich mit dem Negativen auseinandersetzt und dann erkennt, dass das Negative zum Objekt, worüber man gerade denkt, gehört. Aber weiter. Beim Analysieren. Aber ein wesentliches Moment ist dies geschehene Unwirkliche selbst. Denn nur darum, dass das Konkrete sich scheidet und zum Unwirklichen macht, ist es das sich Bewegende. Ja, jetzt habe ich es wieder schlecht erklärt. Also wir haben das Analysieren, und wir entreißen sozusagen etwas aus der Erfahrung. Und das Produkt, was wir durch diese Tätigkeit haben, das ist tot. Also die, eben das Baumbeispiel, was ich gerade genannt habe, wenn ich den Baum unabhängig von seiner realen Wasserversorgung und so weiter betrachte, dann habe ich ein abstraktes, herausgerissenes Gebilde. Und das ist sozusagen ein totes Produkt. Aber die Tätigkeit, das sozusagen von der Umwelt, also von der Realität herauszugreifen und darüber zu reflektieren, ist natürlich wieder selbst eine Bewegung, weil ich natürlich versuche, über das Objekt nachzudenken und es nicht einfach so hinnehme. Wenn ich zum Beispiel einen Baum sehe und sonst nichts damit anfangen, es einfach so lasse, ich sehe den Baum und sonst nichts, dann nehme ich mein Sehen sozusagen relativ unbewegt wahr. Es ist einfach der Baum. Aber wenn ich beginne, über den Baum, den ich vielleicht gerade sehe, nachzudenken, dann setze ich eine Bewegung da hinein in die, über das, was ich sehe, verarbeite es und insofern, ja, mache ich dann eben den ersten Gedankenschritt und abstrahiere es von der realen Umgebung, wo ich gerade den Baum sehe. Und das ist halt ein Prozess natürlich, ja, ein Denkprozess sozusagen, können wir einfach mal sagen. Ja, und diese Kraft findet Hegel halt sehr schön. Also die Tätigkeit des Scheidens ist die Kraft und Arbeit des Verstandes der verwundersamsten und größten oder vielmehr der absoluten Macht. Und ja, bei dieser Tätigkeit unterscheidet er noch sozusagen zwei Aspekte,
nenne ich das mal, einerseits nennt er hier den Kreis, der sich in geschlossen ruht und als Substanz seine Momente hält, ist das unmittelbare und darum nicht verwundersame Verhältnis. Also was er da sagt ist, wenn wir gerade über etwas nachdenken, also eben über den Baum, dann haben wir vielleicht den Baum vor uns und gerade dieses Denken geschieht in uns als etwas Unmittelbares. Das ist sozusagen, ja, es ist nicht irgendwie, ja, wir können es ja auch gar nicht anders erleben. Es ist gerade da, wenn ich über das Objekt denke. Es ist nicht irgendwie verzögert. Also es ist nicht wie bei einem Computerspiel, wo man irgendwie Lags hat und man klickt, während man Ego-Shooter spielt, irgendwie auf den Schussbutton und die Waffe feuert aber überhaupt nicht ab, sondern sobald ich normalerweise über das Objekt nachdenke, ist das unmittelbar Präsenz, dass ich über das Objekt nachdenke. So, das ist, findet Hegel nicht so verwundersam. Aber dass das von seinem Umfang getrennte Akzidentelle als solches, das Gebundene und nur in seinem Zusammenhange mit anderem Wirkliche ein eigenes Dasein und abgesonderte Freiheit gewinnt, ist die ungeheure Macht des Negativen. Es ist die Energie des Denkens, des reinen Ichs. Ja, was also Hegel am Analysieren so faszinierend findet, ist mehr, dass was beim Denken uns präsentiert wird, wie wenn ich gerade über den Baum, was ich jetzt zum tausendsten Mal als Beispiel nehme, über den wir gerade nachdenken, dann haben wir sozusagen eine Repräsentation, würde man im modernen Sinne sagen, vor uns. Und diese Repräsentation ist aber eben gerade so abstrakt betrachtet. Also wir wissen sozusagen, dass die Repräsentation nur eine Repräsentation ist, aber zugleich wissen wir, dass die Repräsentation eine Repräsentation von etwas Realem ist, das so nicht wie die Repräsentation existiert. Und quasi diese Kraft, das so zu betrachten, das ist sozusagen die ungeheure Macht des Negativen. Oder es ist die Energie des Denkens, des reinen Ichs. Ja, das ist sozusagen eigentlich die komplette Beschreibung des Analysierens. Und das, was er später sagt, ist halt fast, finde ich, so ein bisschen existenzialistisch. Also was so sich auf die Frage bezieht, ob das Leben einen Sinn hat oder wie wir überhaupt dem Leben, unserem ja, Erlebensleben sozusagen gegenübertreten sollen. Und da redet er eben von dem Tod und wie das Leben des Geistes eigentlich beschaffen ist. Also er sagt, der Tod, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das Furchtbarste und das Tote festzuhalten, das, was die größte Kraft erfordert. Ja, was meint er wiederum damit? Also jetzt kommt er auf einmal mit dem Begriff des Todes. Ja, also wenn man wieder diesen Analysierungsvorgang sich vergegenwärtigt, dann ist es ja schon irgendwie so eine Entreißung aus der Realität. Also das, was eigentlich organisch sozusagen in seine Umwelt verflechtet ist, in seiner realen Umwelt, so wie ich einen abstrakten Baum, der so nicht existiert, aus einer realen Erfahrung des Baumes herausgreife, aus einem Baum, der organisch in seine Natur eingeflochten ist, so töte ich sozusagen, wenn ich darüber über einen abstrakten Baum nachdenke, den Baum, weil ich natürlich in seiner wirklich realen Lebensgrundlage die ganzen notwendigen Vorgänge, die er braucht, um überhaupt zu überleben, entreiße. Und dass ich ihn wirklich einfach so abstrakt betrachte, ohne den ganzen realen Zusammenhang, der
einzelnen realen Bäume zu betrachten, betrachte, ja, dann muss ich wirklich den Baum in sei, ja, als etwas Totes betrachten. Und ja, das ist für Hegel das, was die größte Kraft erfordert. Das ist insofern vielleicht nicht so intuitiv, weil man ja denkt, ja, wir denken doch ständig, das ist doch überhaupt keine, ja, ist doch überhaupt keine Mühe dahinter. Also ich kann über die Maus denken oder was ich gestern gegessen habe. Und ich denke dann nur über das, was ich gegessen habe, aber nicht über das, was ich getrunken habe. Wo ist jetzt die Schwierigkeit? Das ist, glaube ich, bei so Alltagsaufgaben wie sich daran zu erinnern, was man gegessen hat oder wen man getroffen hat, vielleicht relativ einfach. Aber bei abstrakten Begriffen ist das schon nicht so einfach, weil wir natürlich versuchen oder weil wir nicht genau die Grenzen des Begriffs umzeichnen können, weil sonst könnten wir auch direkt angeben, wie sich zum Beispiel die anderen Begriffe von den anderen Begriffen unterscheiden. Wenn man zum Beispiel ja, das Bewusstsein als Begriff hat, als Vorstellung und andererseits zum Beispiel neuronale Prozesse als andere Vorstellungen hat, dann ist es nicht unbedingt einfach, eine klare Grenze anzugeben, wiefern das Bewusstsein sich von den neuronalen Zuständen oder inwiefern das total davon unabhängig ist, zu zeichnen. Also die Grenzen sind manchmal einfach nicht so klar zu zeichnen. Und es kann aber eben Bestreben sein, das Bewusstsein unabhängig von der neuronalen Lage zu betrachten. Aber das kann halt schwierig sein, weil wir unbedingt eigentlich ja, das Bewusstsein als solches betrachten wollen und eben nicht in unserer Vorstellung vage werden oder dass es sich in etwas anderes verschwimmt. Und was sozusagen das eigentlich nur ausdrückt, ist, analysieren wird dann schwer, wenn man wirklich versucht, klar zu analysieren. Also so klar, dass die Unterscheidungen, die man zum Beispiel dann, zu denen man kommt, wirklich klar sind und nicht ineinander verschwimmen. Wie zum Beispiel, es gibt ja von Quine die Kritik zwischen der Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen. Und das wäre dann zum Beispiel die Kritik, dass die Vorstellung eines analytischen Urteils einfach nicht klar genug ist. Also im Gegensatz zu einem synthetischen Urteil. Und das in dem Sinne würde Hegel dann vielleicht sagen, im Sinne von Quine, dass Quine es nicht geschafft hat, den Tod festzuhalten bei der Unterscheidung. Gut, so viel dazu, aber es geht halt weiter. Also der Tod ist ganz wichtig bei Hegel. Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Es hört sich wieder so extrem poetisch an, aber was er, glaube ich, einfach meint, ist, ja, das Leben des Geistes liegt im nüchternen Analysieren. Also so klingt es halt viel unspektakulärer und vielleicht sogar ein bisschen, ja, dem man jetzt nicht so zugeneigt wäre, gerade wenn man so ein Mensch ist, der sich so an dem Ästhetischen freut. Und ja, aber weiter. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet.
Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wie wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder falsch und nun damit fertig, davon weg zu irgendetwas anderem übergehen, sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt. Ja, also, was hat es wiederum mit diesem Satz? Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Also das Leben des Geistes oder der Geist, würde ich so sagen. Weil, also der Geist ist zerrissen, weil wir sozusagen ja noch besprechen, was das Wissen ist. Er ist ständig in Selbstzweifel, ob er tatsächlich wirklich die Dinge weiß. Und natürlich kann man das als eine Zerrissenheit beschreiben. Und wir können aber nicht aus dieser Zerrissenheit herauskommen, aus unseren Zweifeln, wenn wir einfach nur dem Negativen oder dem Falschen nur so bemerken, okay, das ist jetzt falsch und jetzt besprechen wir es nicht mehr, sondern nur dadurch, indem wir das, was wir jetzt falsch erachten, darüber reflektieren, also warum wir es jetzt falsch erachten sozusagen. Und erst dann können wir sozusagen von diesen Vorstellungen, dass der Geist etwas ist, was dem der Außenwelt gegenübersteht, entfliehen, weil wir dann erkennen, dass das Falsche auch etwas ist, sozusagen, was zu uns gehört. Also das heißt aber nicht, dass es nichts Falsches gibt. Also das würde ich, aber dazu vielleicht zu einer anderen Folge. Aber auf jeden Fall glaubt Hegel, dass wir nur zur Wahrheit gelangen können, wenn wir uns mit dem Negativen, mit dem Falschen uns auseinandersetzen und nicht einfach das Falsche als das Irrelevante abtun und es in eine Kammer stecken und es nie wieder betrachten. Also das ist ja auch wiederum ein sehr interessanter Gedanke, wie zum Beispiel Karl Popper hat ja eigentlich, wenn man über Karl Poppers Wissenschaftsmethode überlegt, dann hat ja zumindest eine Ähnlichkeit. Also da ja Popper auch davon geht, dass es nicht in der Wissenschaft darum geht, wissenschaftliche Daten zu überprüfen oder zu verifizieren, immer wieder zu bestätigen, sondern dass es darum geht, in der Wissenschaft bestimmte Daten zu falsifizieren, zu prüfen, ob sie, also möglichst versuchen, sie falsch zu machen, damit wir sozusagen, wenn wir Daten finden, die nicht mit den vorherigen Daten vereinbar sind, so ja, einen Erkenntnisfortschritt gewinnen, weil wir dann neu über die Sache nachdenken können. Und das ist eigentlich, obwohl Popper so überhaupt nicht hegelianisch ist und der sich manchmal sehr gegen Hegel geäußert hat, ist das zumindest etwas, wo man eine Verwandtschaft im Denken sehen kann. Ich glaube, diesmal habe ich jetzt wirklich sehr viel gequatscht. Also ich lese noch hier den Rest, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so relevant. Also das lasse ich jetzt einfach mal. Also darüber könnt ihr ja in den Kommentaren noch weiter philosophieren. Auf jeden Fall sieht man schon, dass Hegels Philosophie kompliziert ist und manchmal mehr beinhaltet, als auf den ersten Blick erscheinbar. Und ja, dass vielleicht Hegel auch gar nicht so ein krass absonderlicher Denker ist. Was bei Hegel krass ist, ist seine Sprache, also eben, dass er eben gerade so darüber, über den Tod und das Leben schwafelt. Und ich glaube, dass das einfach nur
bestimmte ja, Bilder sind, um das Denken, wie Hegel denkt, schöner darzustellen, aber die meiner Meinung nach auch ein bisschen verwirrend sind, in die Irre führen, weil es eben die Inhalte verwässern kann, weil eben dann der Leser zu stark darüber nachdenkt, ja, warum redet er, will er wirklich über den wirklichen Tod reden? Oder das hat alles so seinen Bezug zum wirklichen Tod oder zum wirklichen Leben. Aber ich glaube, das kann man erst dann im Hegelschen Denken irgendwie dann auch erkennen. Aber so quasi aus unserer historischen Position heraus können wir das nicht direkt nachvollziehen und ist mehr verwirrend. Gut. Ich habe gar nicht so viel gequatscht. Damit beende ich mal die Folge.